wie macht ihr es am besten? Was braucht ihr so persönlich? Ja, da fängt es an mit dem Commentary, wie ich gerade schon sagte. Das Commentary tut sich am Anfang noch recht schwer, weil wenn man es noch nie gemacht hat, dann stottert man, ist vielleicht ein bisschen leise, redet ein bisschen gelangweilt. Also es ist nicht direkt gelangweilt, sondern man weiß einfach nicht genau, mit der Situation umzugehen und versucht sich reinzufuchsen. Da hilft es meiner Meinung nach, wenn man sich vorher wirklich mal ein paar Flair anschaut. Ich habe es damals so gemacht, ich habe am Anfang versucht, mich ein wenig so nach dem Gronkh-Prinzip zu richten. Habe da angefangen, so ähnlich zu kommentieren wie er, habe mit Tipps und Tricks gemacht, wie er es macht. Und nach habe ich dann meinen eigenen Stil daraus entwickelt. Es ist natürlich nicht schlimm, wenn man sich am Anfang mal so ein bisschen was von anderen Let's Playern abguckt. Man sollte halt bloß darauf achten, dass man sich genauso macht wie sie und dass man auf diesem Standard nicht sitzen bleibt. Weil sonst ist natürlich, naja, es ist schon eine Art Diebstahl, weißt du, wenn du das einfach mit abguckst. Jeder sollte sein eigenes Stil entwickeln, Hilfen ist denn gerne, kann man gerne nehmen. Und dann sollte man halt nach einer Weile dann anfangen, seinen eigenen Stil zu entwickeln. Meiner ist zum Beispiel total überdreht und unvorsichtig. Ja, was braucht man noch? Commentary haben wir erzählt. Dann braucht ihr Spaß am Spiel. Ich sehe viele Let's Player auf YouTube, die haben dann 50 Videos und schalten sofort, sobald es auch noch irgendwie geht, schalten sie die Monetarisierung frei, haben vielleicht nicht mal wirklich eine Ahnung, was sie mit der Monetarisierung auch für negative Auswirkungen haben können, was da gesetzlich so ist mit Versteuerung und so, bla bla. Und haben gar kein richtiges Spielgefühl, sondern rennen einfach durch das Game, tun durchgehend weg, irgendwelche Beschimpfungen von sich ablassen und gehen gar nicht auf das Spiel, wie es eigentlich sein sollte, richtig ein, sondern rennen einfach durch, zeigen, spielen das durch, wie als wenn sie es einfach so spielen, kommentieren nicht richtig. Da sollte man halt darauf achten, dass man einen gesunden Maßstab findet, ab wann schaltet man die Monetarisierung frei, wie kommentiert man. Wenn man merkt, man kriegt Spiele nicht ordentlich hin, flucht nur bei diesen Spielen. Bei mir ist das zum Beispiel so ein extreme Shooter-Spiele, die ich, oder eher so Taktik-Shooter, dann, die kann ich nicht spielen, ohne mich aufzuregen, weil ich es persönlich einfach nicht kann. Deswegen halte ich meine Hände auch von sowas fern meistens. Da sollte man halt für sich so ein paar Grenzen setzen und gucken, was kann ich nicht. Und auch daran denken, die Zuschauer wollen ja sich das angucken, weil sie Spaß haben wollen und nicht, weil sie jemanden beim Fluchen zu sehen wollen. Des Weiteren habe ich gerade schon erwähnt, man sollte aufpassen, was man im Let's Play sagt, denn man kann auch ganz schnell für irgendwelche Begriffe, wie man sagt, zum Beispiel vulgäre Schimpfwörter, gebannt werden, also gelöscht werden auf dem Kanal, oder an sich, auch wenn man es nicht gelöscht wird, man sollte aufpassen, was man sagt, weil der Zuschauer, also ich würde mich nicht gerne hinsetzen wollen, jemandem zuhören, wenn er die ganze Zeit so, oh, dieser Piep mit Piep und ich werde ihn Piep und weißt du wie, so nach dem Motto. Habe ich schon viele Let's Player gesehen und da muss ich ehrlich sagen, kommt ein hoch, wenn das sich anhört. Zudem auch was anstößig aufpassen, man sollte aufpassen, dass man nichts Anstößiges hochlädt. Die YouTube-Regeln sollten jedem bekannt sein, wem sie nicht bekannt sind, der sollte sie vorher unbedingt durchlesen. Mir ist es auch passiert, dass ich eine Regel zwar kannte, aber nicht ganz den Sinn der Regel verstanden habe, darum was hochgeladen habe und dafür einen Tag gesperrt wurde. Man sollte wirklich aufpassen, was man hochlädt. Das war natürlich nicht schlimm. In dem Fall, ich hatte damals von Gangnam Style, habe ich die Hintergrundmusik genutzt gehabt. War nicht mal absichtlich, das war bei einem Spiel dabei mit. Ist auch vollkommen egal und auf jeden Fall bin ich da gesperrt worden. Man muss aufpassen, was man macht. Wenn man sich was aufbauen möchte, dann sollte man sich wirklich komplett mit den Regeln auskennen und auch dahinter bleiben, falls sich was aktualisiert und so. Vielleicht auch mal andere Let's Player fragen. Nicht unbedingt die größten Let's Player anschreiben, wenn man Tipps und Tricks haben möchte. Man sollte so diese 2000-3000er-Ringe anschreiben. Die sind schon eine Weile dabei, wissen, was sie machen und haben auch nicht so die große Community, dass sie die nicht antworten könnten. So würde ich es an eurer Stelle zumindest machen. Ja, was braucht ihr noch? Wie gesagt, Zeit. Ihr solltet euch viel Zeit nehmen. Ihr solltet die Let's Plays nicht durchrendern, hopp geht. Sondern ihr solltet euch die Let's Plays auch wirklich anschauen, gucken, ob alles okay ist. Die besten Tipps sind da von mir. Wenn ihr Let's Play gerendert habt und nicht so viel Zeit habt, dann schaut euch das Anfang des Let's Plays an und den Ende des Let's Plays. Dann wisst ihr, ob das Video am Ende noch läuft oder ob es sich aufgehangen hat beim Rendern. Und ansonsten schaut, ob die Tonspur sitzt. Wenn ihr mit Audacity zum Beispiel aufnehmt, das Problem habe ich natürlich jetzt nicht. Wenn ihr mit Webcam aufnehmt, dann achtet darauf, dass die Webcam gut beleuchtet ist. Aber dazu kann man ein extra Tutorial vielleicht nochmal sagen, da bin ich jetzt auch noch nicht so konform mit der Webcam, weil ich die selten nutze. Also im Grunde halt, da ich nicht Audacity benutze, ist die Webcam für mich so ein
Ding, worauf ich meistens verzichten muss bei 15 Minuten Folgen, weil sie dann asynchron mit der Stimme sind. Da kann ich vielleicht auch noch ein Tutorial dazu machen, wenn ihr das möchtet, dann kann ich da das machen und schreibt einfach in die Kommentare rein. Hier, du, mach mal Hashtag, Tutorial dazu und dann machen wir das auch. Ja, was braucht man noch? Was muss man noch wissen? Commentary. Guck ich ganz einfach auf das Bild und gucken. Ihr solltet nicht abschweifen vom Thema, ihr solltet beim Thema bleiben, wenn ihr zum Beispiel Assassin's Creed spielt, wie ich das zum Beispiel mache. Dann solltet ihr auch über Assassin's Creed reden und nicht anfangen auf einmal über Bioshock 2 zu labern oder so, weil die Hersteller wollen natürlich, wenn sie euch das Recht geben, das Spiel zu spielen, wollen natürlich auch, dass ihr das Spiel ein wenig fördert, indem ihr es unterhaltet, indem ihr sagt, worum es dann geht und nicht indem ihr über irgendwelche anderen Firmen und andere Dinge oder indem ihr total abfällig über irgendein Spiel redet. Versucht Positives und Negatives aus einem Spiel herauszufiltern. Versucht euch vielleicht in die Lage eines der Spielfiguren reinzuversetzen. Das macht auch meistens einen sehr guten Eindruck. Wenn man zum Beispiel eine Figur, die man absolut nicht leiden kann, dann auch einfach mal so darstellt, wie wenn ich die im wirklichen Leben kennen würde, wie könnte ich die dann leiden und so. Oder versucht einfach mal aufs Geschehen einzugehen, wenn was Trauriges passiert im Spiel, dann sagt doch einfach mal eure Emotionen dazu, was ihr gerade dazu gefühlt habt und wie ihr es besser gemacht hättet, vielleicht wenn eine schwierige Entscheidung im Spiel getroffen wäre. Versucht einfach so immer in das Spiel einzugehen und nicht zu sagen, so okay, weiter geht's. Da soll man ein bisschen aufpassen. Und vielleicht nicht immer, man sollte nicht immer alles komplett gucken, weil vor allem bei Open World Games, man sollte nicht überall immer komplett hinrennen. Es sei denn, man ist wirklich der Typ, der dafür jedes Detail mitnimmt. Aber man sollte aufpassen, dass man nicht wirklich nur der Hauptquest folgt, sondern wenn Nebenmissionen da sind, sollte man mindestens einmal jede Nebenmission anspielen, damit der Zuschauer natürlich auch weiß, ah okay, so eine Nebenmission funktioniert so, das ist bei der Spiel, können wir das zum Beispiel machen. Dann macht man mal eine Höhlenmission, man muss ja nicht alle Höhlenmissionen machen. Man kann eine machen, damit der Spieler weiß, okay, die sehen so aus. Da sollte man halt drauf achten. Man sollte dem Spieler wirklich alles im Spiel zeigen und sollte auch dort alles drauf eingehen, weil sonst kann der Spieler sich das Spiel auch selbst kaufen. Weil viele gucken ja das Let's Play, weil sie sich das Spiel selbst nicht leisten können und wollen sehen, wie das Spiel so ist. Ja, ansonsten versucht die Let's Plays in ordentlichen Folgen zu halten. 15 Minuten ist eigentlich sogar Standardminimum. 10 Minuten wäre vielleicht für den kleinen Let's Player noch okay, 5 Minuten ist zu kurz. Weil gerade sagen wir mal Minecraft, wenn du 5 Minuten Minecraft spielst, da erreichst du einfach nichts. Sagst da Hallo und dann war's das wieder. Gleich das haben wir das nächste Thema. Wenn ihr Minecraft spielt, wenn ihr 5 Minuten oder 10 Minuten Let's Play macht, achtet drauf, wenn ihr an- und abkündigt, dass das Let's Play auch lang genug ist. Wenn ihr eine Minute für die An- und Abkündigung braucht und das Let's Play geht nur 10 Minuten pro Tag, dann habt ihr ein Zehntel des ganzen Let's Plays damit verbracht, nur Hallo und Tschüss zu sagen. Das möchte der Zuschauer natürlich auch nicht. Also ab einer Folgenlänge von 15 bis 20 Minuten kann man sagen, ist es okay, wenn ihr ab und ankündigt. Ansonsten lasst es einfach durchlaufen, macht eine große Aufnahme und zerschneidet es. Oder packt im Nachhinein vor und nach das Let's Play so einen Cut rein, wo ihr an- und abkündigt. Das ist dann nicht direkt im Let's Play drin, sondern ja, du guckst wirklich 10 Minuten rein das Let's Play und hast vor und danach was. Ja, das war's an sich. Der Hintergrund ist schon vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Einfach rein damit und ich beantworte es euch. Ich werde jedes Kommentar auf jeden Fall lesen. Und ja, wenn ihr Fragen habt, sagt mir, welches Tutorial ich noch für euch machen soll. Dann machen wir hier noch als Commentary was oder wir machen es direkt als Tutorial. Das kann man ja auch mal machen. Und ja, ich hoffe, es hilft euch. Ich hoffe, einige kommen damit voran. Wenn ihr Fragen habt, welche Mikrofone ich empfehlen würde, ich habe ja auch lange geguckt, bis ich mir die richtigen ausgesucht habe, dann schreibt es doch in die Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Das war der Strafstoß. Oh, zu lang gefaselt. Also, wenn ihr Lust habt, klickt auf Abonnieren, kommentiert fleißig in den Kommentaren. Oh, und schreibt rein, was ihr beim nächsten Mal sehen wollt. Ah, ich hoffe, es hat euch geholfen. Ich brauche jetzt auch das Bild. Ciao.